Recht herzlich willkommen zur 46. Folge von Kerbal Space Program. Ja, ich muss mal gerade schauen. Der Dralo hatte mir geschrieben, dass ich die letzte Rakete einfach verkleinern soll. Zweite Kapsel brauchen wir ja nicht mehr. Und ich lass mal gerade. Achso, wir brauchen eine. Ah, ne, erstmal soll ich eine Kapsel einfach machen. Und da unseren. Warte, wo waren die? Ne, unten sind die Aufträge. Den Dekoppler dran hauen. Und dann machen wir den gerade einmal da den Test und fertig. Na, das hat ja gut geklappt. Okay, geht noch. Test Rocco Max Brand Dekoppler. Rocco Max Brand Dekoppler, da ist er, ne? Ne, das ist der falsche. Und wo finden wir den anderen? Der müsste auch blau hinterlegt sein, oder? Nicht? Na, da hätte ich jetzt mit gerechnet, aber okay, dann nicht. Das ist auf jeden Fall der. Und den legen wir da hin. Und das sollte auf jeden Fall der Test sein, ne? Und dann können wir hier mal reingucken und da haben wir noch den Touristen. Der zweite ist weg, da hatte der Dralo vollkommen dann recht. Und Jebediah ist übrigens nicht mehr da, den hatte er mir geschrieben, um blöde Idee, das auch reinsetzen zu wollen. Da war das halt der Jebediah, ne? In der Hinsicht, dass ich den schon leider das Zeitliche segnen lassen habe. So, und hier brauchen wir nur einen Test machen und dann sind wir los. Einmal Klick, fertig und Geld gewonnen. Oder? Hier einmal an. Und Test erfolgreich. Wunderbar. Gut. Dann können wir das schon wieder recovern. Gefährt bergen und eine Aufgabe schon erfüllt. Gut. Dafür haben wir keinen Science gekriegt. Doch, drei stand da doch. Das ist die Kohle und das sind Erfahrungspunkte. Keiner steht da. Was ist das denn jetzt? Achso, da ist irgendwo was runtergefallen. Ach, okay, da ist jetzt nichts runtergefallen. Da ist das Teil vom Radar auseinander machen, ne? Gut, okay. Da wieder rein. So, jetzt rufen wir mal dann die andere Kapsel auf. Das kann weg, dann den gespeicherten. Laden wir, Dralo V2 war das, glaube, ne? Oder war es die VX sogar? Ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich war es die. So. Da können wir auf jeden Fall den GU wegmachen. Ist da an der Seite noch was dran? Ne? Ich glaube nicht. Dann machen wir das nämlich hier. Ab, nehmen die raus, den Science Junior. Obwohl, den will ich ja bald schon behalten und dann können wir diesen zweiten Test mit über 300 Kilometer wegmachen, oder? Aber nee, komm, wir sollen das erstmal wegmachen. Wir machen jetzt das, was der Drado geschrieben hat. Das macht mehr Sinn, ne? Oder? So, eine Kapsel haben wir nur noch. Das Thermometer kann auch noch weg. Wo ist denn das Thermometer, bitteschön? Ja, ich sehe gar kein Thermometer. Vielleicht war das auch eben an dem anderen, könnte auch sein, ne? Ach so, und hier die haben wir auch getestet, ne? Dann kann auf jeden Fall einer weg. Und braucht mir da zwei? Weiß ich jetzt gar nicht mehr, warum wir zwei da drin haben. Gute Frage, ne? Tja. Den da oben würde ich ja ganz gerne machen, ne? Das ist klar. Der eine will auch auf die 84 Kilometer, ne? Und Thrust Limiter kann ich jetzt verändern. Na, knapp drunter ist auch vorbei, oder ist das?
So, 1,6. Und dadurch, dass wir natürlich die Kapsel weggenommen haben. Na, das hat auch gut geklappt, ne? Müssen wir mit dem Ding natürlich auch so ein Stück tiefer, damit das nicht runterfällt. Hatten wir eigentlich schon freigeschaltet, so ein Teil hier? Ja, haben wir sogar, ne? Also, ich sag mal, wir sind ja schon so gestartet und es ist kleiner geworden. Vielleicht zoomen wir mal ein bisschen raus, dann sehen wir das auch, wie weit wir unten sind oder nicht, ne? Ich glaube, das geht so, oder? Gut. Machen wir die 3 da raus. Eine X gab es ja auch schon. Speichern wir ab. So, die Kapsel ist weg. Science Junior ist weg. Go ist weg. Thermometer ist weg. Das TWR habe ich gemacht. So, und dann sollten wir eigentlich diesen Orbit schaffen und diese 84 bis 84.000 Meter für den Test, für den da oben, sollten wir auch hinkriegen. Das wär's, oder? Gespeichert hatte ich gerade. Dann hauen wir da noch die Piloten rein, den Ingenieur raus, den da rein und den Touristen auch da rein. Passt. So, dann save, obwohl das nicht gesaved wird. Und das war's, oder? Ja. Dann launchen wir das Ding, oder? Nach Osten muss ich starten. Ich muss die 84 nicht überschreiten. Ich muss ein bisschen gucken, dass ich alles richtig mache, ne? Also, definitiv Speed, volle Last, das SAS an und ja, irgendwann muss ich da mal einschwenken oder sowas. Ich mach die mal hier unten hin. Vielleicht gefällt es mir da besser, ich weiß noch nicht. Der startet und die starten. Die fliegen dann ab, dann startet der und der startet, beziehungsweise der Trend, der startet. Der Trend nachher auch nochmal den Test machen und die beiden zum Landen. Ich glaube, einer hätte auch gereicht, ist jetzt aber, glaube ich, egal. Haben wir es, oder? Gut, dann würde ich sagen, können wir starten mit dem Countdown. Und zwar, ich habe Gas gegeben, SAS bis an, müsste alles funktionieren, oder? Ich mache gerade noch Karte und drehe die richtig, damit ich das nachher nicht machen muss. Das ist gerade wieder an der Dingensgrenze. Sag schon. Ja, hier ist der Navbank. Wenn ich den jetzt aufklappe und rausgehe und wieder reingehe, bleibt er auch offen. Okay, alles gut. Naja, aber wir wollen jetzt hier gucken und dann würde ich sagen 3, 2, 1, go! So, irgendwann müssen wir nach rechts einschwenken, damit wir nicht zu viel nach oben kommen. Da eigentlich jetzt schon leicht anfangen mit, oder? Was macht er hier? 1700 haben wir schon. 1000. Wir sind bei 3000, auch gut. Weiter rum. Die fliegt ganz ruhig momentan, ne? So, gleich gucken, wann die Tanks weg sind. Die Feststoffraketen. Die gehen jetzt weg. Aber jetzt müssen wir nochmal korrigieren. Jetzt gucken wir da nochmal rein. Da haben wir jetzt 22.000. Gehen wir noch weiter rum. Ich glaube, das ist schon besser so, ne? Sieht doch gut aus, oder? Siebenunddreißigtausend. Ich gehe mal noch weiter rum.
47.000, okay. Ich mach's noch mehr. Geht jetzt langsamer hoch. Ich glaube, bleib mal. Ja, mach mal gerade Gas weg hier. Ein bisschen aufholen. Hat man auch irgendwie gesagt. Funktioniert immer, ne? Ist auch schon ganz gut, dass ich das gemacht habe. Kommen wir schon mal noch ein bisschen nach da pendeln erstmal. Das heißt, an und aus. Ein bisschen Schub geben. So dass sie wieder ins Lot kriegen erstmal. So. Wir steigen noch minimal, ich gebe auch ein bisschen mehr Schub. Beziehungsweise wir müssen jetzt den Orbit erstmal auch hinkriegen. Oh. Stufe abstrengen kann ich nur da, alles klar. Machen wir Vollgas gerade. So, 80.000 haben wir erreicht. Das bleibt jetzt konstant, das ist schon mal super. Jetzt müssen wir nur den Orbit hinkriegen. Und das sieht eigentlich noch relativ gut aus, oder? Steigt noch minimal, spielt aber gar keine Rolle. X war, glaube ich, komplett stopp, ne? So, Apoapsis ist hier. Und irgendwann müsste jetzt gleich die Periapsis auch erscheinen. So, da hinten ist er. So, 67.000. Gut, kurz einmal geguckt, wie viel Saft haben wir noch? Reichlich, wir können auch nachher wieder verkleinern. Oh, da hinten sind wir schon auf 100.000. Das ist schon mal schlecht eigentlich, ne? Da haben wir jetzt schon was falsch gemacht. Wenn wir jetzt rückwärts drehen, und das müssten wir, glaube ich, tun, müssten wir das auch wieder reparieren können, was wir da gerade zu viel gemacht haben, ne? So. 83. Und hier ist zu viel jetzt. Jetzt lass mal gerade überlegen. Ich glaube, ich müsste jetzt nach da machen, meine ich. Und dann würde ich das größer machen, oder? Kann das sein? Ne, sieht nicht so aus. Ist aber nicht schlimm, weil wir super unterwegs sind. Lass mal gerade einmal schneller rum. Einmal zur Periapsis fliegen. Nee. Ist die Apoapsis? Nee, das müsste die. Weiß ich jetzt auch nicht. Apoapsis ist es. Apoapsis ist immer das Größere.
So. Gut, das haben wir. Jetzt müssen wir gucken, wo wir hin müssen. So, das ist 80. Das ist 83. Das bedeutet, wir müssen eigentlich jetzt irgendwas erfüllt haben, ne? Das sieht gut aus, oder? So, hier können wir jetzt den auch testen. Das sieht auch gut aus. Das heißt, wir müssten einmal da rein und den von Hand auslösen, glaube ich, ne? Die Couple. Curb in Orbit, das. Hab ich irgendwas verpasst? Eigentlich hätte das doch jetzt hier erfolgreich stehen müssen, oder? Ist aber auch egal. Ja, verstehe ich jetzt nicht. Dann fliegt er weg. Drei Haken sind da gesetzt. Wir haben es gemacht. Komisch. Ja, und ihn haben wir hier oben. Das heißt, wir können jetzt wieder runter, ne? Gut. Statusbericht. Da gibt es hier nichts. Können wir da noch was machen? Startstatusbericht. Da ist nichts drin, deswegen geht's nicht. Okay. Sagt er hier noch was? Nö. Also Statusbericht ging nur hier. Den können wir da ansehen. Bringt uns aber nicht weiter, weil es nichts gemacht hat. Okay. Gut, das bedeutet, das ist jetzt erfolgreich gewesen, ne? Können jetzt dann zusehen, dass wir runterkommen, oder? Wenn ich jetzt hier Schub gebe in Gegenrichtung, müsste irgendwas kleiner werden, oder? Entschuldigung, jetzt muss ich auch noch husten. 83 und da ist 81. Nee, es ist falsch rum. Da ist das Kreuz drin, oder? Ja, da wird er jetzt kleiner da hinten. Alles gut. So, jetzt sind wir auf jeden Fall schon dann auf dem Weg nach unten. So. Jetzt haben wir nur diese ganze Kapsel da. Können wir die denn komplett runterbringen oder müssen wir nochmal trennen? Ist die zu schwer? Kann die mit diesen zwei Feldschirmen landen? Ich weiß es nicht. Ich denke, wir trennen uns da besser von. Und da würde ich sagen, machen wir noch ein bisschen Schub. So, da ist dann die weg. Jetzt können wir höchstens noch gucken, wo wir runterkommen würden, ne? Aber das ist jetzt auch zu spät. Ich weiß nicht, ob da hinten Wasser ist oder nicht. Da ist dunkel, da kann man sowieso nichts sehen. Da könnte Land sein, da könnte auch Wasser sein, ich weiß es nicht. Dunkel ist da auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, beschleunigen wir die ganzen Sache. Vierfach schneller geht nicht. Jetzt tauchen wir da ein, dann können wir auch wieder vierfach machen. Also, wir haben jetzt noch nicht getrennt, ne? Das können wir jetzt noch machen.
Hier ist komisch, dass das nicht funktioniert hat. Ich weiß nicht warum. Habe ich den falschen da eingepackt oder was? Schon komisch. Ja, wirklich komisch. Wieder schneller. Wie tauchen wir denn jetzt hier gerade ein? Sieht irgendwie komisch aus. Sieht vielleicht besser aus, wenn wir so rum eintauchen würden. So passt's, oder? Gut, dann mal beschleunigen nochmal, dass wir runterkommen. Aber könnte sogar passen, dass wir da im Wasser landen. Es ist krass, wie der reagiert. Okay. Irgendwann muss er auch mal langsamer werden, ne? Okay, ich glaube, wir landen aber definitiv hier im Wasser. Ist das Wasser? Sieht aus wie Wasser, oder? Ja, sieht aus wie Wasser. Wir fallen. Wir sind ja auch auf einer höheren Geschwindigkeit, ne? So, lassen wir uns noch ein bisschen fallen und dann fangen wir uns gleich auf. So. Ich wollte gerade sagen, warum ging die Stufe nicht, aber sie ging dann doch noch. Also das ist die richtige Höhe, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und die ist auch die, weil wir über Wasser sind. So, unser Touri hat es dann geschafft. Warum dieser Versuch fehlgeschlagen ist, weiß ich nicht. Ich hatte drei schicke Haken, wo ich ausgelöst habe. Musste ich doch über Stage hier auslösen. Das wäre blöd gewesen. Dann hätte ich die Stages verschieben müssen. Wahrscheinlich war es das auch. Super, ne? Ja. Manuelle Auslösung geht nicht, es muss über die Stages wahrscheinlich sein. Also haben wir da noch einen schönen Versuch fürs nächste Mal, wenn wir noch irgendwas anderes mitmachen. Schade, aber nicht schlimm, ist halt so. Gut. Zwei können wir machen, da passiert nichts, oder? 30, 20, 10, runter und gewassert. Schön. Die unten ertrinken, die oben schwimmen. Gut, recover. Dann haben wir das Ganze. Hoffentlich gibt es auch ein paar Punkte dafür. 4,9 steht da jetzt. Das ist ja irgendwie schwach, oder? 1,7 gab es da. Na. Ja, Geld gibt es auch zurück. Da sind Erfahrungspunkte geflossen. Advanced to Level 1, okay. Erledigt. Ja. Und der Dralo hatte mir gesagt, dass er hier 45 Punkte hat. Und wir hätten die hier unten, glaube ich, sind die Panels drin, oder? Thermal Solar, ne, hier ist ein Panel, oder? Photovoltaik-Panels, hier, das sind 90 Punkte, nicht 45. Und diese Reihe kostet alles 90 Punkte, glaube ich. Ich glaube auch nicht, wenn du einen weitermachst, dass das teurer wird. Das hier sind 45er. Das sind 90er und hier 150, ne, 160, okay. So läuft's. Also die sind immer so teuer, die hätten wir gar nicht kaufen können. Jetzt nur das nächste zu überlegen, ob wir hier einsteigen wollen dann, oder ob wir sagen, komm, wir nehmen die Panels, damit wir den Mond besuchen können. Sehen wir dann. Wissenschaftliches Archiv, da ist ja auch was passiert bestimmt, aber da ist noch viel zu machen. Gut. Gehen wir zurück, gucken hier rein. So, aktiv ist immer noch dieser, weil ich den wahrscheinlich nicht über die Dingens ausgelöst habe. Schade, ne? Ist aber so. So, da müssten wir jetzt noch was zumachen. Also sowas habe ich jetzt keine Lust, hier zwei Touristen nochmal zu ferryen. Fly by the Moon hört sich gut an.
Das ist ja eigentlich nur in die Nähe kommen. Ja. Gut, 3 Touristen soll man da bräuchte man dann eine größere Kapsel, die man wahrscheinlich erst freischalten sollte. Ja. Guckt mal rein, sagt mir Bescheid in den Kommentaren, welches wir noch dazu nehmen sollen. Ne? Moon Explorer ist jetzt ein bisschen schwierig und Fly by the Moon sollten wir vielleicht auch noch nicht mal gucken, dass wir erst noch vielleicht den Dekuppler hier, den hier machen und vielleicht noch was dabei. Müssen wir mal gucken. Können natürlich wieder 2 nehmen, ne? Aber ob das jetzt so positiv ist oder nicht, keine Ahnung. At Launch Site, das ist ja schon mal so ein Ding, was wir auf jeden Fall nehmen sollten, ne? Jo. Den nehmen wir schon mal mit. Gut, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.